Ja, danke Martin. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hergefunden habt zur ersten Hilfe Webdesign. Und nicht nur Menschen, auch Websites sollten hin und wieder mal zum Arzt gehen. Also macht Sinn, auch für Websites. Manchen reicht eine gesunde Untersuchung hier und da, das ist schon eine normale, zu schauen, ob das auch in Ordnung ist, ob alles passt. Bei anderen, da gibt es schon wieder ernstere visuelle Beschwerden, da könnte man schon eine gestalterische Therapie vertragen. Die sollten häufiger zum Arzt gehen und andere wiederum, die befinden sich fast in wachkomatösen Zuständen. Ja, ich merke, ihr habt mein Leid auch schon geteilt. Also sind ja wachkomatöse Zustände, man bräuchte einen Noteingriff und müsste diese retten. Aber wer soll sich darum kümmern? Wer soll das machen? Ich wurde zwar schon vorgestellt, aber ich stelle mich jetzt gleich nochmal vor. Oliver Schöndorfer, auf Twitter findet ihr mich als Glyphe und ich bin heute hier der behandelnde Arzt. In Wirklichkeit bin ich natürlich nicht Arzt, aber ich bin mit einer Ärztin verheiratet, was mich im titelverliebten Österreich so gut wie zu einem Arzt macht. Also entweder ihr könnt mich auch Herr Dr. Wien nennen. Also funktioniert auch. Aber davon abgesehen, dass ich heute hier so tue, als wäre ich Arzt, bin ich auch Designer und Geschäftsführer von 8660. Wir sind eine Agentur für strategisches Design in Wien und wir gestalten für verschiedenste Medien. Unter anderem machen wir Markenentwicklung, Logoentwicklung, Webdesign, aber eben auch Film- und Bildsprache. Und mein Kollege Michael Holzer übernimmt diesen strategischen Part und ich den gestalterischen. Bei mir kommt noch eine verhängnisvolle Liebe zur Schrift und Typografie dazu. Heute dürft ihr auch daran ein bisschen teilhaben. Naja, wie ist das so? Schlechtes Design hat immer gute Gründe und wir arbeiten für verschiedenste Kunden, das können jetzt internationale Unternehmen oder auch Verlage sein, aber genauso auch kleine, mittlere Unternehmen, es können aber auch Startups und Künstler sein. Und bei denen ist eine budgetäre Situation ein bisschen knapper und da müssen andere Prioritäten gesetzt werden. Und das mag schon so ein Grund sein, warum man jetzt kein allzu ausgereiftes Design hat. Vielleicht beginnt man gerade, da hat man einfach nicht das Budget oder die Prioritäten auf das Design zu setzen. Das ist auch okay, macht in der Situation absolut Sinn, dass das nicht funktioniert. Aber mittelfristig wird es schon problematisch und langfristig holt einen das dann ein, beziehungsweise kann auch sehr verheerend enden. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Qualität von Websites steigt, dass auch Unternehmen in eine andere Phase starten können und vielleicht dann auch mit uns zusammenarbeiten können. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen was von unserem Wissen hier teilen, damit ihr praktisch jetzt alle meine Kollegen werdet. Wir sind, ist das nicht treffend hier am alten AKH? Und jetzt sprechen wir praktisch von Arzt zu Ärzten. Ihr werdet alle jetzt Therapeuten für gute Webseiten werden. Und jetzt ist natürlich auch die große Frage, wenn wir denn schon hier unter Kollegen sind, wie beurteilt man denn gutes Design? Was macht gutes Webdesign eigentlich aus? Also heute wird es vorwiegend um gestalterische Dinge gehen. Eine Website sollte vorwiegend einfach drei wesentliche Fragen beantworten. Worum geht es? Kann ich mich zurechtfinden? Und ist die Atmosphäre ansprechend? Wie können wir das in andere Worte fassen? Worum geht es? Kann man auch mit den Inhalten erzählen. Kann ich mich zurechtfinden? Struktur und Navigation müssen diese Aufgabe übernehmen. Und ist die Atmosphäre ansprechend? Das ist das Design. Das werden auch die drei Hauptteile des Vortrags heute werden. Ihr werdet einen sehr praktischen Vortrag sehen, ihr werdet viele Beispiele sehen, ihr werdet gute Beispiele sehen, wie man es richtig macht, ihr werdet auch schlechte Beispiele sehen. Und, eine Warnung, ihr werdet auch ein Beispiel sehen, bei dem ihr euch wünscht, ihr hättet es nicht gesehen. Ihr könnt jetzt noch gehen, ist okay, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das.
Das ist so wie im Sezieren, das will man mal von euch machen, oder dann ist es mal was. Und dabei lauert der Tod eben überall. Und wir werden uns die 10 tödlichen Fehler oder Krankheiten ansehen. Also starten wir einfach gleich mal durch mit unserem ersten Block, den Inhalten. Die Inhalte sind im Wesentlichen wie das Herz eurer Website oder einer Website. Sie sind der wichtigste Teil, ohne die funktioniert einmal gar nichts. Denn im Wesentlichen ist eine Website ja auch nur ein Medium, um Informationen oder Inhalte einfach zu transportieren und eurer Botschaft zu vermitteln. Das heißt, ohne Inhalte spielt es mal nichts. Das ist aber jetzt nicht nur Text, das kann genauso gut auch Bilder, Videos, Audiofiles etc. sein. Also Inhalt bezieht sich nicht nur auf Text. Und ganz wesentlich ist natürlich, dass ihr gute Qualität liefert, dass es gut strukturiert ist und dass es gut geschrieben ist. Ihr könnt natürlich mit großartigen Inhalten und einem katastrophalen Design wunderbar scheitern, aber eine schlechte Website mit schlechten Inhalten einfach, die toll ausschaut, funktioniert genauso wenig. Weil warum sollte ich mich dort aufhalten? Weil es schön ausschaut? Wahrscheinlich nicht. Und SEO sollte man auf jeden Fall auch bedenken, da gibt es ja dann heute auch noch einiges zu erfahren, unter anderem vom Thomas Kloß, beim schönen Vortrag, Google ist auch nur ein Mensch, finde ich schön. Also, wir starten mal gleich mit der ersten Krankheit. Und die erste Krankheit ist Ziellosigkeit. Was heißt das? In dem Fall fangen wir mal mit etwas Positivem an. Ich zeige euch jetzt mal nur gute Beispiele. Das Gartenbaukino ist einfach nur großartig auf so vielen Ebenen, aber sie haben auch ein klares Ziel auf ihrer Website. Sie wollen Tickets verkaufen und das machen sie einfach. Das ist ihr Ziel und du kannst an jeder Stelle auf dieser Website immer sofort Tickets kaufen. An der Stelle oben im Header, wo sie die nächsten Filme ankündigen. Wenn man ein Stück runtergeht, sieht man hier auch bei jedem Film gleich die Möglichkeit, Tickets sofort zu kaufen oder dann später im Programm auch Ticket kaufen. Das ist jetzt total banal, aber ihr werdet überrascht sein, wie viele Leute sich nicht Gedanken darüber machen, was sie eigentlich mit ihrer Webseite machen wollen. Ich mache halt eine Webseite, weil ich eine Webseite brauche. Aber was ist das Ziel dahinter? Anderes, sehr einfaches Beispiel, nettes Wirtshaus, bei dem ich ab und zu bin, die haben auch einen klaren Fokus auf eine ganz einfache Sache. Wenn ich ganz oben auf der Seite bin, sehe ich einen Menüplan und kann ständig diesen Menüplan aufklicken. Und was wird das Ziel von einer Webseite für ein Wirtshaus sein? Naja, dass Leute kommen und am besten Leute, die ich ja schon kenne, also wiederkehrende Kunden, und dort ganz einfach immer den Menüplan nachsehen kann, will ich heute wirklich zum Stehen gehen? Nein, Rauchfleckerl hasse ich, ich gehe nicht. Anderes Beispiel für eine Kundin, eine Therapeutin, eine Masseurin, haben wir eine Webseite entwickelt und die hat natürlich ein Problem, während ihrer Behandlungen schafft sie es nicht, ihr Telefon abzuheben. Und in dem Fall kanalisieren wir die ganzen Terminvereinbarungen in dieses Kontaktformular. Natürlich gibt es auch eine Nummer, aber das Formular ist verlockender auszufüllen, als die Telefonnummer anzurufen. Und es steht auch, dass man bitte sich doch im Formular eintragen soll, weil sich während der Behandlung natürlich nicht abheben kann. Und dann kann sie das gesammelt bearbeiten. Das erleichtert ihr praktisch ihr Tagesgeschäft. Also, Heilmittel für unsere erste Krankheit, lege Ziele für deine Website fest. Was soll mit der Website erreicht werden? Was möchtest du denn? Warum ist diese Website notwendig? Wie soll man sich mit Kunden oder Zielgruppen verbinden? Welche Möglichkeiten gibt es? Was macht Sinn? Ist es ein Kontaktformular? Ist es eine Telefonnummer? Welche Kontaktkanäle wünscht man sich über Social Media, über Chat? Wie könnte die Webseite auch im Tagesgeschäft helfen? Gibt es Dinge, die die Webseite abnehmen kann, wo Kunden etwas erledigen können, was es einem leichter macht, sein Tagesgeschäft zu erledigen? Das sind Fragen, die man sich gleich am Anfang stellt und dann kann man auch herausfinden, ob das etwas ist für das Webdesign. Flott gehen wir weiter zum zweiten tödlichen, gefährlichen Krankheitsbild. Userbedürfnisse ignorieren. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir erleben jetzt, es wird jetzt einfach schön.
kurz mal hier rüber wechseln zu meinem. So sehen wir das oben. Ja, gleich. Gut. Also folgende Situation. Mir wurde mein Geldbörse gestohlen oder irgendetwas anderes. Und ich denke mir jetzt mal, ich möchte zur nächsten Polizeistation, um eine Anzeige zu machen. Was mache ich denn da jetzt am besten? Ich lande immer auf Polizei.gv.at. Okay, und ich bin in Wien, also wähle ich mal Wien. So, Notrufe, Meldestellen, vielleicht Notrufe. Okay, sind nur Notrufe, gut. Meldestellen, das hört sich gut an. Meldestellen sind Meldestellen des Bundeskriminalamts, Meldestellen Korruptionsbekämpfung, Meldestelle NS-Wiederbetätigung. Vielleicht das? Nein, okay. Kontakt, das könnte sein. Ah, da steht was? Ah, nein, das sind wir nur alle Landespolizeidirektionen, okay. Wieder zurück. Google Maps. Bitte? Google Maps. Google Maps, ja, das stimmt. Das funktioniert wirklich leichter. Aber vielleicht funktioniert es mit, wo hatten wir das? Wien? Wien finde ich jetzt gar nicht mehr. Ah, da, genau, da war es. Danke. Aber ich glaube, das Deutsche ist nicht ganz geladen noch. Weil die Hauptnavigation fehlt. Na gut, ich zeige euch einen Umweg, den habe ich ja schon vorher entdeckt. Hier unten gibt es einen Link, Dienststellenverzeichnis. So, jetzt bin ich mal hier. Jetzt wähle ich wieder Bundesland, Wien. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Polizeikommissariate in Wien, Stadtpolizei, Kommanden in Wien, Polizeiinspektionen. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist. Also, ich nehme mal das. Aha, da steht Kommissariate, aber da bin ich schon. Aha. Aber rechts, Polizei, Kommissariate, da steht eine Liste, das ist gut. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt in welchem Bezirk? Im 8. Bin ich im 8. 9. Wurscht, ja, ich nehme jetzt irgendeins, Favoriten auch, okay. Und da habe ich jetzt weitere Dienststellen. Also, das war doch einfach. Ja. So viel dazu. Das war auch meine einzige Demo. Ich hatte es sogar als Video aufgezeichnet, falls es nicht funktioniert. Aber das ist ein User-Bedürfnis, das Menschen haben werden. Wo ist die nächste Filiale? Wenn ich auf die Bilder-Website gehe, finde ich die nächste Filiale. Es gibt ja nicht, dass ich nicht auf der Polizei-Website finde, wo eine Polizei ist. Aber ja, Google Maps löst das ja für uns. Ist doch schön, wenn wir das outsourcen an irgendeinen Dienstleister im Silicon Valley. Gutes Beispiel wieder. Hier eine Website für eine App. Wie geht ihr auf User-Bedürfnisse ein an der Stelle? Unter dem Download-Button findet man gleich eine Info, weil man es nur für iOS runterladen kann. What about Android? An der Stelle kann man sich gleich anschauen, bei der Stelle tritt die Frage auf, warum kann ich hier nicht im Play Store runterladen? Und da wird die Frage beantwortet. Also es wird ein mögliches Bedürfnis dort beantwortet, wo es entsteht. So, kurzes Heilmittel, beantworte einfach die Fragen deiner User. Worum geht es auf der Seite? Ist es das, was ich möchte? Wozu brauche ich das, wenn es jetzt eine Dienstleistung, eine App, ein Service oder sonst etwas ist? Und wobei hilft es mir? Was macht es besonders? Was ist diese Unique Selling Proposition? Und welche Optionen gibt es? Was soll ich tun? Irgendeine Aufforderung, etwas, was vielleicht auch dem Business-Ziel entspricht. Führt uns zum nächsten tödlichen Krankheit, einer fehlenden Storyline. Alles noch im Kapitel Inhalte. Eine Website von einem, ich glaube, Smart Up Your Garden heißt es, Mio. Ich sehe jetzt einfach Smart Up Your Garden. Mir geht das nur ganz oberflächlich durch, so wie jemand einfach eine Website durchscrollt. Ihr lest keine Webseiten, ihr überfliegt sie, wenn ihr auf einer Webseite seid. Und ich sehe hier mal nur Smart Up Your Garden und sehe ein paar Geräte. Dann scroll ich runter, sehe unsere Philosophie und dann Mio ist die Lösung. Aber wofür? Für Ihre Philosophie. Darunter sehe ich Bilder. Die Bilder sind schön, also schöne Bilder, aber sie erzählen mir wenig, außer dass sie schön sind. Gehe ich ein Stück weiter runter und sehe das Produkt. Dann sehe ich links einen Ständer mit einem Funk zu einem Haus, mit einem Kästchen, mit einem Funk zu einem anderen Kästchen, mit einem Punkt zu einem Schlauch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß jetzt, dass der Sensor das ist, das links oben. Aber ich müsste mir unten jetzt durchklicken, was die anderen Dinge sind. Das muss ich irgendwie herausfinden. Dann gehe ich ein bisschen weiter runter, sehe System-Highlights.
Das funktioniert ganz gut. Solar-powered, easy to run, Smart Home Connectivity, Cloud Independent, Long Range. Also das ist etwas, was ich gleich verstehe. Das ist ein guter Teil auf dieser Seite. Dann scroll ich wieder ein bisschen runter und finde dort unabhängig. Macht mich das jetzt nicht unabhängig? Wieso ist der Frage sein? Rundum sorglos, sollte ich mir Sorgen machen? Bin ich nicht rundum sorglos, wenn ich das jetzt verwende? Ich weiß es nicht. Dann scroll ich ein Stückchen weiter runter zum Ende der Seite und dort finde ich Hilfe, Downloads und Service Hotline. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dann haben wir in der Form dort an der oberen Stelle eine vage Headline, zu viel Text. Wir haben Bilder, die bezuglos zum Inhalt sind, vorwiegend Dekoration, das erzählt mir nichts, außer es ist schön im Garten. Dann undeutliche Darstellung der Funktionsweise, gute Feature-Aufbereitung, undeutliche Zuordnung der Inhalte, die mir mehr Fragen aufwirft und, was eigentlich am schlimmsten ist, keine Kaufaufforderung bis zum Ende der Seite. Nirgendwo steht, kauf das. Es geht ja nicht darum, dass es jetzt böse ist, was zu verkaufen. Es geht darum, das ist doch der Sinn dieser Website. Und wenn ich das haben will, dann ist das doch, wieso macht ihr es mir schwer, das zu kaufen? Und es gibt eine Kaufaufforderung in der Navigation oben. Aber responsive, wenn die nicht da ist. Ein Gegenbeispiel. Better Spot. A VPN router to bring security and privacy to Wi-Fi networks order now. Also in einem Satz erklärt, was das ist. Aber was ist ein VPN? Da erfährt man jetzt ein bisschen mehr darüber, über Privacy and Security, was es macht, eine Illustration, die dazu passt. Darunter werden die Features gezeigt. Anschließend geht es ein bisschen zur App, wird das erzählt, wie die funktioniert. Und ganz unten, Pricing, Order, Order. Wenn wir das zusammenfassen, das ist eine klare Storyline. Oben wirklich Aufmerksamkeit, Attention. Was ist das? Wobei hilft es mir? Beantwortet genau die Fragen. Dann wird mein Interesse geweckt. Für das Thema Datenschutz, was ist es im Detail, wenn ich nicht weiß, was ein VPN ist und wozu ich das brauchen kann. Dann wird Desire erregt, indem man einfach die Features zeigt, wie einfach die App zu verwenden ist. Und es endet mit einer Action. Jetzt kaufen. Und das ist uralt, aber es ist immer wieder gut, das sogenannte AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Es ist eine klare Storyline. Ich fange an mit etwas, was mir sagt, was ist es, es interessiert mich dafür, ich möchte es haben und jetzt setze eine Aktion. Da geht es nicht um Manipulation oder irgendetwas, da geht es einfach darum, eine Geschichte auch zu erzählen. Ich möchte ja die Dinge, die ich auf einer Webseite habe, vermitteln. Also entwickle eine klare Storyline, ist unser Heilmittel dafür. Denk darüber nach, was du erzählen möchtest, nutze das AIDA-Modell und ende mit einer Aufforderung. Das finde ich immer am wichtigsten, einem Call to Action. Auch wenn Sie keine Storyline jetzt drinnen haben solltet, habt halt keine, aber endet bitte mit einer Aufforderung. Irgendwas wollt ihr haben, irgendwas, was eurem Ziel entspricht. Gut, Kollegen, weiter geht's. Struktur, Navigation, unser zweiter Block. Ich hätte mir so einen Pointer nehmen sollen, wo ich die Slides weitergehe, um sich mühsam immer zurückzulaufen. Struktur, Navigation, macht es Menschen einfach, macht es den Leuten leicht. Auch wenn sie ein Hirn haben, vorher hatten wir unser Herz, jetzt haben wir unser Hirn, es ist doch wichtig, dass sie es nicht unnötig schwierig haben. Und was macht Navigation? Wie schafft Orientierung auf einer Website? Wo bin ich? Wo kann ich hingehen? Das ist fast philosophisch. Eine klare Struktur ordnet das Chaos und indem ihr Prioritäten setzt, schafft ihr es, das zu fokussieren, was für eure Website wichtig ist und was für eure User wichtig ist. Viele sagen, ich möchte alles erzählen, ich möchte alles drin haben. Und im Endeffekt werdet ihr wenig erzählen, weil es zu viel ist. Ihr müsst euch fokussieren. Tödliche Krankheit, die wir alle erkennen und leiden, verwirrende Navigation. Ein sehr schönes Catering ist mich, aber die Navigation ist nicht so schön wie das, was Sie kochen. Wenn ich das schaue, dann möchte ich das nicht anschauen. Das ist so viel. Wieso räumt ihr nicht auf für mich? Also es ist komplett überladen.
für die, die Kinder haben, die kennen vielleicht diese Laufräder. Abgesehen jetzt vom fragwürdigen Grafikdesign, das vielleicht etwas in die Jahre gekommen ist, mittlerweile seit ein paar Wochen sogar neu ist, aber das war die Website bis vor ein paar Wochen. An der linken Seite eine komplett überladene Navigation. Das ist nichts, wonach ich mich orientieren kann. Anderes Beispiel, ein Kontaktlinsenhersteller aus Kanada, glaube ich. Das ist eine absolut simple Navigation, wo man sofort sieht, First Box Free, Need an Exam, About, Help, Login. Ich habe das sofort überflogen, ich habe das Gefühl, das ist leicht, das ist einfach, das macht Spaß. Wenn ich das Ganze jetzt auf Mobile anschaue, dann haben wir aber häufig auch den Fall, dass das Menü verschwindet, obwohl es recht wenig war. Und da muss ich es wieder aufklicken, links oben. Und das ist ein bisschen blöd, weil aus den Augen, aus dem Sinn, Menschen öffnen nicht gerne Navigationen, außer wenn sie müssen. Wenn eh so wenig da ist, hier eine Website für eine Rechtsanwaltskanzlei, wo wir das Design gemacht haben, dann zeigt man doch auch Mobile vielleicht immer die Links, wenn es nicht viele sind. Ab dem Moment sind sie immer zugänglich, man braucht nicht suchen. Das macht es leichter. Also wenn ihr wirklich sehr wenig Links habt, und je weniger, desto besser, dann zeigt diese doch. Versteckt sie nicht hinter dem berühmten Hamburger-Icon. Also Lösungsmittel dafür oder Heilungsmittel schafft eine einfache Navigation. 5 bis 7 Links maximal, das kriegt sie hin. Apple schafft das auch. Vielleicht sind es 9. Verwendet kurze Wörter, da haben wir es im Deutschen etwas schwieriger und denkt einfach an Mobile, wie verhält sich eine Navigation mobil. Und sie sollte immer zugänglich sein, immer an derselben Stelle. Nächste Krankheit, Nummer 5, unklare Struktur. Ja, da lachen wir. Eine Website von einem Grazer Startup, dessen Sinn nicht ganz deutlich ist. Egal, wenn ich auf dieser Website herumscroll, werde ich sehen, wie er versucht, das zu verstehen, aber ich bin super. Wenn man runterscrollt, ein Stück auf der Seite, kommt man zu etwas, was so ähnlich ausschaut, wie wo man davor war. Und jetzt gehe ich wieder weiter runter. Ah, und das schaut auch wieder so aus wie vorher. Also ich habe mich jetzt in 3 Bereichen bewegt, aber alle schauen irgendwie aus wie der erste Bereich. Anderes Beispiel, wenn ich hier auf dieser Seite herumscrolle, dann merke ich sofort, ich bin in einer neuen Zone, in einem neuen Bereich. Genauso hier. Es ist mir sofort deutlich, wo ein neuer Bereich, eine neue Sektion beginnt. Also diese Trennung ist ganz wichtig für die Strukturierung. Strukturierung ist aber auch nicht nur im Groben, sondern auch im Feinen. Wer möchte sich, es ist so, als wie man in die Schublade in der Küche schaut. Die räumt man zwar immer wieder mal auf, aber ungefähr einen Tag nachher schaut es wieder aus wie vorher. Und diese Schublade ist unaufräumbar für die anscheinend. Da sind so viele Elemente, da fehlt absolut Struktur. Und das ist ein Startup, ich glaube aus Deutschland, aber ich meine, Microsoft schafft es auch, ihre Schublade aufzuräumen. Und die schaffen es ziemlich einfach, die haben sich Überschriften genommen und Sachen gegliedert. So schlicht ist es, so einfach ist es. Und abschließend noch zur Struktur, es geht ja auch darum, was man erzählt. Und wir kennen diesen herrlichen Button und lieben ihn alle. Am Ende einer Seite eines Blogs schreiben wir mehr. Aha, mehr. Mehr ist gut. Mehr ist besser als weniger. Aber was mehr? Wo führt mich das hin? Vielleicht sollte eher was anderes stehen wie wir helfen können oder worum es geht, weiterlesen. Jetzt kaufen, etc., aber nicht mehr, also sprechende Links verwenden. Unser Heilmittel, baue eine klare Seitenstruktur, unterteile deine Webseite in deutliche Sektionen und mach die auch grafisch unterscheidbar. Dann nutze Überschriften und Textauszeichnungen, um Leute einfach durch die Seite zu lenken und verwende sprechende Links. So, kommen wir zum nächsten Punkt, schlechte Usability. Und gute Usability ist so im Wesentlichen, wie wenn man gesund ist. Also Gesundheit definiert sich ja auch durch die Abwesenheit von Krankheit. Eigentlich komisch, oder? Und gute Usability merkt man nicht. Wenn es gut ist, ist es eh gut. Wenn man gesund ist, ist man eh gesund. Deshalb gibt es jetzt Beispiele von schlechter Usability. Jetzt machen wir gleich ein aktivierendes Quiz. Finde den Link.
Wer findet hier den Link? Was ist ein Link? Wer sagt, dort wo Haus der Kunst ist, ist ein Link? Bitte Hand heben. Wer sagt, dass der Text depressiv ist, mit oberer Saal ist ein Link? Wer sagt, der weiße Text ist ein Link? Okay, sagen schon mehr, denn die meisten. Aber in erster Linie ist es unklar. Das eine ist eine Überschrift, das andere ist eine Überschrift, aber kursiv. Und das andere ist halt dann der Link. Aber es ist nicht wesentlich, es ist nicht wirklich deutlich. Und ein Beispiel, das ich jetzt bringen muss, von einer Designkonferenz in Wien, das war letztes Jahr, und diese Seite bringt mich in den Wahnsinn. Also, die will vorwiegend anders sein. Da scroll ich dann ein Stückchen runter. Okay, ja, da steht was, das Vorwort fest. Dann schaue ich nach, ja, okay, Workshops. Ja, okay, Ticket Sales, sehr schön, starten hier, aber. Was willst du? Okay, Track 1. Okay, Track 1. Nein, Track 2. Okay, so, das ist jetzt der, wo ich bin. Ja, okay, ja, nein, was will ich? Okay, Track 1. Track 2? Track 2. Nein, Track 1. Was dreht sich alles passiert, aber jetzt ist es offen, okay, Eike König, nicht gleich noch, aber Gott, Wahnsinn, der ist auch einfach irre, der Typ, aber ja, okay, Text, ja, okay, will ich nicht, ich will weg, wie komme ich weg, ich will weg, ich will nicht mehr, ich will weg, ach, was, ah, okay, ich muss rausgehen, ja, da muss die Maus hin. Und, oh nein, ich schon wieder Bilder, ich will so viele Bilder, immer meine Bilder, und jetzt, nein, raus, okay. Okay, wie ist denn überhaupt der Timetable von Konferenz? Schaut das aus? Wann finde ich den? Schauen wir mal. Okay, da ist der Timetable. Also schon wieder, das passiert schon wieder. Es kommt schon wieder. Ah, da kann ich raus. Gut. Also, fuck. Gut, ihr habt jetzt alle gelitten. Das ist die erste Website, die ich erlebt habe und die ist letztes Jahr gewesen. Die von diesem Jahr ist weniger irre, aber auch nicht gut. Anderes herrliches Beispiel. WordPress macht es uns möglich. Aber. Das ist einfach immer Wahnsinn. Der Dropdown ist generell schwierig in der Bedienung. Und dann haut noch eine Ebene dazu. Ja, genau. Und versucht es dann zu bedienen und das ohne zu wissen, dass darunter noch etwas ist. Es ist kein Pfeil, der dir zeigt, da gibt es mehr. Du musst es einfach erleben. Es ist ein Erlebnis. Na gut. Fotografen.at, auch da ist das Layout ein bisschen in die Jahre gekommen. Nein, das ist nicht der Rahmen von meiner Präsentation, so groß ist die Seite. Das war eine Frage, die ich bekommen habe. Und es ist sowas wie Fablet First, wenn man möchte. Also wenn man lang genug gewartet hat mit einem Design von 1998, dann ist man jetzt iPhone, wie ist es, Plus Ready oder irgendwie so. Gut, wenn ich auf dieser Seite, abgesehen vom Layout, jetzt einfach mal auf News klicke, dann blub, oh, ändert sich mal komplett das Layout. Und es steht oben Berufsfotografen Österreich, vorher stand Fotografen. Na okay, bei News sind es halt jetzt die Berufsfotografen, auch selbe Domain. Dann klicke ich weiter auf Datenbank, schauen wir mal, wie es da steht. Na bitte, auch ein anderes Layout, aber die Teams sind alle dieselben, sie führen alle dorthin. Das ist etwas, was mich irritiert als Benutzer. Das ist so, als wenn ich in eine Wohnung gehe und ich gehe durch einen Raum, ich bin in einem anderen Haus, dann gehe ich zurück, das macht mich wahnsinnig. Aber Usability zeigt sich auch in Details. Eine an sich wirklich schön gestaltete Seite, die gut funktioniert, super aufbereitet, tolle Typografie, wirklich schöne Seite. Und dann möchte ich auch am Sonntag hinfahren. Aber mich irritiert etwas. Am Ende jeder Seite steht, dass ich etwas nicht darf. Ich darf nicht Radfahren, ich darf nicht fotografieren, ich darf nicht meinen Hund nehmen. Und was darf ich noch nicht? Ich darf kein Schlagzeug. Nein, ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Eine Drohne. Ach so. Ah, okay. Danke. Danke. Ja, aber ich kann es auch nicht herausfinden, wirklich. Also, ist ein bisschen unklar. Gut, biete die beste Usability. Nutze bekannte, vertraute Usability-Patterns. Es ist ja okay, Dinge zu verändern, wenn es Sinn macht.
aber lauf bitte nicht amok wie das Forward-Festival. Gewisse Elemente sollten sich wie erwartet verhalten und denk auch an Accessibility, dass Dinge funktionieren mit Alt-Text oder zumindest, wenn man schon mal so missverständlich gestaltet, dass man das herausfinden kann. Gut. Masterpause. Weiter geht's. Jetzt haben wir unser Herz besprochen, jetzt haben wir unser Hirn besprochen, unsere Inhalte und unsere Struktur und Navigation. Und jetzt, bitte festhalten, fette Animation. Wow! Alles kommt zu einem Körper zusammen, nämlich zum Design. Design oder Nicht-Sein, alles ist Design. Ein Glück, dass ich Designer bin. Denn du kannst nicht nicht gestalten. Wir kennen das alle, man kann nicht nicht kommunizieren, aber man kann auch nicht nicht gestalten. Nein, Helvetica funktioniert nicht überall. Nein, es zeigt dir schon eine Gestaltungsrichtung. Es ist nicht neutral. Nichts ist neutral. Es ist immer gestaltet in irgendeiner Richtung. So. Design legt die Stimmung fest und zeugt von Professionalität. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal eher subtil und Design allein kann nichts retten. Also es muss, die Dinge, die wir vorher hatten, müssen schon erledigt sein. Dann kann Design funktionieren. Ich musste mal ein Dokument gestalten mit 6 verschiedenen Überschriftsebenen. 6. Ich weiß, es gibt H1 bis H6. Aber wann verwendet ihr H6, außer um irgendwas irgendwie zu stylen? Wann? Es funktioniert strukturell einfach nicht. Die Leute werden wahnsinnig. Also, wenn ihr die Struktur und die Inhalte vorher nicht geklärt habt, dann kann euer Design auch nichts retten. Kommen wir zum nächsten tödlichen Sünder. Und jetzt bitte festhalten, jetzt ist der Moment, wo ihr die Augen schließen könnt. Aber ihr seid mutig. Überladene Seiten, unsere nächste tödliche Krankheit. Und es kommt. Oh. Es ist auch ein Erlebnis, ja. Es ist nicht alt, es ist neu. Und es gibt Hochzeitsringe. Und ich weiß nicht warum. Und es ist auch kein Link. Ja. Also, ihr habt es erlebt und es wird euch ab jetzt verfolgen. Once you've seen it, you can't unsee it. Aber auch das habt ihr jetzt erlebt und es wird euch für immer verfolgen. Diese Seite ist so überladen, es ist absolut schwer, sich darauf zu orientieren. Ich gehe ein Stückchen weiter runter, die Hölle endet nicht. Was ist ein Link? Was visit a what? So, jetzt schaue ich weiter und will mich erholen. Dann bin ich selbst auf so einer Seite, wo so wenig steht, schaffen sie es visuell, dass ich keine Luft kriege. Alles ist total eng. Und was ich sehr cool finde auf jeder Seite, ist, dass man in meine Kompetenz traut, das Internet zu bedienen und auch in der Kompetenz eine Seite zu gestalten. Also auf jeder Seite diese Aufforderung, dass ich doch scrollen kann. Ja, wieder ein Beispiel von unseren Kontaktlinsenherstellern. Das nenne ich schlicht, das nenne ich simpel. Die verwenden Illustrationen, gute Headlines, knappe Texte, klaren Prozess gezeigt. Hat viel mit Hierarchien und Abständen zu tun. Der Hillinger könnte das auch, aber für gutes, schlechtes Design gibt es immer gute Gründe. Räum dein Design auf. Eine Kernaussage pro Seitenelement. Versuch nicht alles zu erzählen auf einer Seite. Fokussiere es. Strukturiere die Inhalte, das haben wir ja vorher schon erwähnt. Und schaffe Hierarchien, indem du Abstände verwendest, indem du Größenverhältnisse verwendest. Gut. Führt zu meinem Lieblingsthema schlechter Typografie. Also es ist nicht mein Lieblingsthema, aber Typografie. Häufig gesehen, sehr heller Text ist schwer zu lesen. Schöne Seite, aber hellgrauer Text auf hellem Hintergrund, klein, nicht so gut. Anderes Beispiel. Ist ja immer so schön, irgendein riesiges Hero-Bild zu nehmen und dann weißen Text drauf zu knallen. Ja, wenn man es denn lesen könnte. Es sei denn, man findet die eigene Navigation nicht wichtig. Die Cookie-Meldung ist sowieso unnötig, aber ja. Es geht nicht nur um Kontrast in der Form, aber auch, es geht auch um Schriftgröße. Auf einem Desktop-Computer, wenn ich mich erholen möchte von schlechter Typografie, von schlechtem Webdesign,
stoße ich darauf, das war meine Recherche, und hier 11 Pixel auf einem 27-Zoll Monitor. Also 16 Pixel mindestens. Das macht keinen Spaß, es zu lesen. Und, Jesi. Ach, du liebe dicke Zeit. Was haben wir für Zeiten miteinander verbracht? Auch hier, links oben in der Navigation, kleiner Text, schwacher Kontrast, wenig zu lesen. Anderes Beispiel bei WinGVAT, das Problem ist mittlerweile behoben, war einfach aufgrund eines Fehlers im Font-Stack die Gil Sans auf allen iOS-Geräten und dadurch wirkt diese, und die Schrift wirkt einfach ungefähr 20% kleiner als bei anderen. Und das sah dann auch so aus. Und da mussten sie einfach nur die Gil Sans rauslöschen, um schon mal es besser zu lesen. Und abschließend noch hier ein schlechtes Beispiel. Ja, ihr seht links oben, der Text hat Blocksatz, es entstehen riesige Löcher zwischen dem Text, das möchte ich nicht lesen, das schaut aus wie ein Käse. Und darunter habe ich dann einen total dichten, kompakten Text, der eher einer Bleiwüste gleicht. Auch hier freue ich mich nicht drauf, das zu lesen. Das macht keinen Appetit. Sehr dichte, unruhige Typografie, das ist nicht einladend zu lesen. Das hingegen, herrlich, ist doch wie Urlaub. Schaue ich drauf, das möchte ich lesen, gut strukturiert, schöne Schriftgröße, wundervoll. Oder auch hier, ganz klare Hierarchien, Aufzählungspunkte, schön strukturiert, ausreichende Schriftgröße. Also, hab ein Herz für Typografie. Kümmert euch um Typografie, achtet auf Typografie. Typografie achtet auf euch. Warum achtet ihr nicht auf sie? Ihr achtet ihr drauf. Ab jetzt. Also, robuste Schriften verwenden, nicht irgendwelche experimentellen für Fließtexte, deutliche Hierarchien schaffen, guten Kontrast in Schriftgröße oder Farbe und den Text auch in ausreichender Größe setzen. Mindestens 16 Pixel. Niemals Blocksatz verwenden. Die eine Botschaft, die ihr heute mitnehmt und den Rest vergesst gleich, niemals Blocksatz im Web verwenden. Niemals. Nummer 9. Keine Optimierung für Mobile. Wieder Shiro Banking oder Shiro Match. Da habe ich einen schönen Vergleich, anlegen oder sichern. Farbkontrast ist ja auch wieder ein Thema, weiße Schrift auf dem Hintergrund. Aber mobile wird das Ganze auf einmal nicht mehr zu einem Vergleich. Ich kann es nicht mehr direkt auslegen, weil es sich auf dem Platz nicht ausgeht. Es ist daraufhin nicht optimiert. Dann eine andere Seite, Go Urban. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Car2Go für Roller. Hier haben wir auch ein Problem mit dem Kontrast an der Stelle. Kaum lesbar ist es am Handy, wenn ich die Navigation öffne. Und bei gewissen Größen, ihr seht hier Geschäftsgebiete, hat man irgendwie nicht darauf geachtet, dass man die Schrift darauf anpasst. Und wenn ihr das Ganze jetzt am Handy anschaut, dann funktioniert das auch nicht als Hierarchie, als Unterteilung, dass hier eine neue Sektion gegeben, weil die Grafik, die Karte ja vorher sichtbar war und nicht der Titel. Also denkt einfach Mobile First, was diese Dinge betrifft. Inhalte müssen auch am Handy passen und funktionieren. Leider. Gleiche Inhalte für Mobile und Desktop. Ihr kennt die Diskussion alle, das brauchen wir am Handy nicht. Aber vielleicht ist es genau das, dass ihr dann auch am Desktop nicht verwenden solltet. Und die Seite sollte schnell laden, auch im Mobilfunknetz. Gut, wir gehen jetzt zur Untersuchung. Wir haben die schlimmsten Krankheiten behoben und kommen jetzt auf die letzte tödliche Krankheit. Wir vergessen aufs Testen. Ja, hallo liebe Seite. Also, dieser Browser wird nicht unterstützt. Ich sollte bitte Chrome verwenden. What? Ja, es ist cool. Anderes banales Detail einer Seite, über eine Schokoladenseite, aber das ist nicht die Schokoladenseite der Schokoladenseite, denn wenn ich das am iPhone 6 schaue, passt es nur, iPhone SE, ein bisschen blöd, ist der Text abgeschnitten, also hat man nicht getestet, ob es auf kleinen Bildschirmen funktioniert. Schlussendlich ist es immer notwendig, eine Website zu testen. Am besten ihr beobachtet einfach mal User oder Leute, wie sie die Website bedienen und wie sie damit umgehen. Auf verschiedenen Geräten.
Smartphone, Tablet, Laptop, großen Computer, in verschiedenen Situationen, schnelle, langsame Internetverbindung zum Beispiel, aber auch mit gewissen Zielen. Ich möchte neue Kunden gewinnen, ich möchte irgendetwas erledigen. Also was ist das Ziel dahinter? Schau dir die Website an und kriegst du Feedback? Ja, das ist schön, oder? Fällt mir nicht, ich mag den Kunden. Okay, kann ich viel damit anfangen. Gut, fassen wir zusammen. Ich sehe da immer die schönen Zeitkarten, danke. Drei Fragen muss eine Webseite beantworten. Worum geht es? Kann ich mich zurechtfinden? Und ist die Atmosphäre ansprechend? Unsere erste Hilfemaßnahmen, noch einmal, damit Sie das vertiefen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens, lege Ziele fest. Achte auf Userbedürfnisse. Schaffe eine Storyline. Baue eine einfache Navigation. Baue eine klare Seitenstruktur. Biete die beste Usability. Und räum dein Design auf. Räum dein Zimmer auf. Achte auf gute Typografie. Das ist eigentlich das Wichtigste. Denk mobile first. Und testen, testen, testen. Denn gemeinsam heilen wir das Web. Yeah! Wer jetzt geil auf Typografie ist, und da ist sicher jeder drauf, es gibt noch ein paar Vorträge zur Typografie demnächst von mir. Die sind natürlich auch schön und so mit Schrift auch, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt genau meine Zeit eingestellt.